Nee. Ziehen wir uns das mal hier rein einfach. Wir wollen Sascha Huber. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Let's go. Dann hauen wir rein. Gehört, du bist verletzt? Absolut, ja. Was Schlimmes? Ja, ich war mit Polly Fußball spielen. Sau die Scheiße. Okay, hat dich weggegrätscht? Hat mich weggegrätscht. War wieder draufgetreten, ne? Ja. Ja, gut, dann lassen wir beim Zirkel die Beinsachen raus. Da haben wir einen guten Ersatz. Mhm. Na, machen wir was für den Bauch. Ja, lass mal hier in die Übung reingehen. So, dass es nicht so gewesen ist. Das passt. Das ist alles passt. Ja. 3, 2, 1 und go. Da war auch echt, muss ich sagen, schon ambitioniert. Das war schon echt eine sehr, sehr gutes Training, muss ich sagen. Das war wirklich all over, echt gut exhausting, gerade im Bauchbereich. Auf Mykonos wird übrigens gerade auch Bachelor gedreht, ne? Ja, da sind wir ja da, wegen den Frauen. Ja, das stimmt tatsächlich. Nico wollte ja deshalb dahin. Resterampe. Genau, das, was nicht. Alles, was der, alles, was der überlässt. Ready? Genau. Ready. Und go. Ich bin ja auch jemand, der gerne auf dem Segelchip ist, weißt du, das ist voll mein Ding hier. Das Ding habe ich überhaupt nicht verstanden. Also das fand ich zwar cool, das als aber das war jetzt nicht so meins, muss ich ehrlich sagen, das Ding hier. Das war wirklich nicht so meins. Nee, spannend, ist schön. Also das habe ich jetzt nicht so gefühlt, ne? So viel Pause machen, dann werde ich nie warm. Du darfst ja nicht nur maximal die Klimmzüge machen. Wenn ich die Übung nicht kenne, ja? So, bereit? Nee. Bereit. Die war ein bisschen eklig. Wie viele Mitarbeiter hast du denn? 15 oder so. Zählt die nicht mehr. Ist wie mit Immobilien, keine Übersicht mehr. Wechselt auch jeden Tag, ne? Ja. Fliegt wieder ein. Okay, also das war auf jeden Fall hier ein ganz gutes Warm-up, muss ich ganz ehrlich schon mal sagen. Und jetzt gleich geht's dann hier rein in. Und Pause. Ich dachte, du kriegst dich mit, wenn ich nur mache. Ey, ich krieg gleich keine. Es war ein bisschen weird, weil hier so viele Leute waren einfach. Ich glaube, es wird die Bewegung kenne ich halt, ne? Das kann ich. Das hier, von mir selber. Ist auch ungefähr die gleiche Distanz, die ich zurücklege. Ja. Auch der gleiche Durchmesser. Leider auch, ja. Leider auch. Leider auch, ja. Ist übrigens saugesund, wirklich. Ja. Kann man sich immer wieder mal reingönnen. Oder? Ja. Ja. Dann, wenn man da richtig viel von hat, ja, sieht man am Ende aus wie Hulk Hogan. Das war nicht das. Reden wir nicht drüber, Chat, reden wir nicht. Ich hatte schon Muskelkater danach, auf jeden Fall. Ich hatte einen guten Muskelkater danach, ja. Scheiße, Mann. Ja. Ja, und Flamme Eiberschen gibt's noch nicht. Ich find's aber geil, dass es momentan so ein Fitness-Run gibt, dass alle Leute Bock auf ein bisschen Fitness und sowas haben, auf körperliche Fitness und sowas. Und jetzt richtig hoch und Wert legen. Das sieht viel unsportlicher aus mit der Ausführung. Guck mal, wie das aussieht. Knie, aber du hast ja nicht meine Arme sind aus wie ein verlängertes Seil. 4, 3, 2, 1. Okay, lass mal rüber. Das ist ein mehrfacher Durchgang. Jetzt geht es hier ums genau, Klimmzüge mit gehabt. Gegengewicht. Nur meiner damaligen Liebschaft gesagt, das war ganz geil. Okay, was ich da wieder erzählt habe, weiß ich nicht. So, mit 5 fangen wir an, oder? Ja. Oder bist du gleich. Ja, Chad, ich werde mir wahrscheinlich bald ein eigenes Gym bauen. Fangen wir mit 5 an. Mhm. Ja. Schön. Guck mal, das geht doch. Das ist die optimale Ausführung. Sensationell. Und Pause. Pause. Sehr geil. Okay. Alles klar, also 3, ne? Ja. So, und rein in den Stretch, geil. Schön herunterfallen und zieh dich hoch. Yeah, aber mit Sascha Huber würde ich auch mal gern tatsächlich. Schön herunterfallen in den Stretch. Ich bin auch total generell, aber Figur ist top. Ja, super, danke. Ich würde auch gerne mal mit Sascha Huber zusammen trainieren tatsächlich. Das ist richtig schlimm. Aber es ist eine gute Motivation. Ich stehe morgens auf und rein in den Stretch. Ich denke mir so, ja, what the fuck? Aber du machst ja morgens keinen Sport, wenn du aufstehst. Kommt drauf an, wer zu Besuch ist. Also, okay. Aber wenn du es weird da auch hörst, ja, dann habe ich echt ein Problem. Das ist ein Problem. Ich sag das sogar währenddessen. Ja, genau. Zu ihr. So, und jetzt die Arme hinter den Kopf und rein in den Stretch. Ja. Was rede ich da schon wieder? Wieso ist das nicht rausgeschnitten worden? Wieso, weird, ja. Wieso bin ich so unangenehm? So ähnlich. Ja. Ja. Was soll das? Optisch, aber sonst so. Nee, da habe ich tatsächlich die besten Karten gezogen, das stimmt schon. Wie sieht denn so ein klassisches Training bei dir aus? Also wenn du jetzt ins Gym gehst? Wenn ich ins Gym gehe, dann mache ich mich meistens erstmal so ein bisschen warm. Also meistens so ein Zirkel halt wahrscheinlich? Genau, ich mache 15 Zirkel. Also ich bin halt immer 10 Stunden im Gym tatsächlich so. Also ungefähr, ja genau. Rein zum Zunehmen muss man komplett auf Kraft gehen. Oder? Also ich sag's mal so, ich sag's wie es ist.
ich habe das Video von Maxify natürlich schon gesehen, klar, das haben wir jetzt eben reingezogen. Also wenn ich jetzt gerade zunehmen möchte, dann bin ich so beim Kaloriending bei circa, also ich will gerade nicht zunehmen, aber ich tue es trotzdem langsam. Dann bin ich gerade so bei 2600 Kalorien. Ich habe einen unglaublichen Kalorienerhaltungssatz. Also ich bin so, keine Ahnung, 2400 Kalorien ist mein Erhaltungssatz so. Und wenn ich halt zunehmen möchte, möchte ich so eigentlich so 3000 Kalorien müsste ich schon essen. Am Unterbauch halt abnehmen ist super schwierig, finde ich, weil man muss halt tatsächlich da einfach Fett verbrennen. Gezielt Fettverbrennung geht ja eh, ist sehr schwierig. Kannst natürlich da auch auftrainieren, aber du musst dann einfach Fett loswerden. Das ist bei jedem auch anders. Das ist halt meistens genetisch veranlagt so. Und kein Plan. Also ich will eigentlich so auf ja, so 78 Kilo oder sowas, 79 Kilo möchte ich hoch. Bei 1,86 schön durchdefiniert, noch ein bisschen was aufpacken. Keine Ahnung. Gerade ist es so, dass ich echt zufrieden bin mit meiner Form so und eigentlich dann auch noch ein wenig ja, shredden möchte, beziehungsweise meine Form eigentlich so halten möchte und gucken will, dass ich einfach irgendwo so bei, keine Ahnung, beim Ende des Sommers 76, 77 Kilo bin. Jetzt wie ich gerade 75, viermal die Woche ins Gym, jeden Tag 160 Gramm Eiweiß circa, meistens sind es aber nur 150 oder 140 teilweise auch. Ich rate dir, geh auf 95 Kilo und wandle das um. Nee, habe ich keinen Bock. Ich habe keinen Bock, komplett zu balken und das dann umzuwandeln. Ich will gar nicht krank breit werden. Ich will einfach nur sehr, sehr definiert athletisch aussehen. Ich will einfach nur gut aussehen. Ich will keine Maschine werden. So, das, da habe ich auch tatsächlich gar keine Gene für. So, das passt nicht. Ja. Dann tauche ich 2 Stunden ohne Luft zu holen. Warm duschen? Kalt duschen. Kalt? Kalt duschen. Ich mache nur Eiswürfel. Mhm. Nee, ich mache mich meistens irgendwie Rudermaschine oder sowas warm oder halt so ein bisschen laufen, so ganz leicht. Position. Ziehen uns mit einer Hand. Ah, die war echt eklig, muss ich sagen. Da sah ich auch ganz weird aus. Guck mal. Kai hat die sehr schön ausgeführt. Kai hat die schon ein paar Mal gemacht. Ich bin da ein bisschen am Struggeln gewesen. Komm. Ich ziehe dann immer zu die Schulter ran, das habe ich hier falsch gemacht. Ist auch mal ganz wichtig, dass man halt auf die Ausführung achtet. Ja, Bankdrücken, relativ simpel. Im Arsch. Im Arsch? Ja. Eigentlich ganz entspannt so, ne? Möchte mal gucken, ich glaube am Ende waren noch Klimmzüge. Genau, dann haben wir noch ein bisschen den hier gemacht. Schon so 20 gesagt. Na, das habe ich mal so ins Blaue, sage ich mal, hinein. So. 2. Das war jetzt Klimmzüge. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich geschafft habe. 1. Raus gar nicht so hoch. 2. Super. 3. Aushängen. 4. Ein bisschen mehr drunter. 5. Stark. 6. Ganz stark. 7. Alles Ding. Habe ich 15 geschafft? Ich weiß es nicht mehr. Komm, weiter. 10. Komm, Junge, da geht noch was. Komm, runter. Häng dich mal ganz raus. Jetzt ziehst du noch einen raus. Komm. Komm, du kommst auf meine 12. Let's go. Zieh hoch. Zieh. Komm. Oh Mann, Alter. Das Ding ist, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau. Es kann sein, dass ich an dem Tag vorher oder davor. Also ich glaube, 15 Klimmzüge schaffe ich eigentlich tatsächlich. Oh, aber ja gut, das ist trotzdem nice, bin trotzdem zufrieden gewesen. Glocke, damit ihr keins der Videos verpasst, aktiviert natürlich auch Redis Kanal. Ich habe mal ein bisschen durchgeskippt. Guckt alle seine TikToks, seine Twitch-Streams. Ja. Würden wir später noch einen TikTok drehen, oder? Na, absolut. Ich habe das von dir und Dena gesehen, das fand ich super. Das ist ich habe das TikTok mit Kai Flaume nicht gesehen. Also Revi ist fitter als Nico bei den Klimmzügen, nur nicht mehr geschafft, weil er vor Übungen schon gemacht hat, die ihn ausgepowert haben in den Muskelregionen. So sieht es nämlich aus. Sogar Revi ist fitter als Nico. Was steht jetzt in den Kommentaren? Ein Workout mit Robert Marc Lehmann. 75 Kilo Maschine. Ah, das habe ich heute Morgen schon geliked. Revi lohnt sich ja immer. So ein Ding ist das, genau. Rascher Huber-Imitation ist so schlecht, dass man wenn sich an der Wende denkt, dass eine persönliche Persönlichkeit rauskommt. Ja, ich bin schon zufrieden gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. War schon echt entspannt, Mann. Weil muss ich viel Gewicht hochziehen. Ja, 75 Kilo ist auch nicht wenig, sage ich mal. Ne? 75 Kilo ist nicht wenig, sage ich.